Was geht ab, Leute, Nerdalert Games, und willkommen zurück zu Mafia 3. Checken den nächsten Auftrag. Der auch gar nicht so weit entfernt ist. Wir müssen aufpassen, das Auto ist gestohlen. Legen den nächsten Gewerkschaftsfuzzi um. So, irgendwo hier. Irgendwo muss der rumtouren. Hinter den Mauern. Hab ich schon fast gedacht. Das ist garantiert wieder Sperrgebiet. Wie sollte es auch anders sein? Ne, nicht ganz. Okay, hier ist wahrscheinlich nur der Eingang. Der muss da drüben irgendwo sein. Können wir hier irgendwas verbrennen schon? Nö, aber 20.000 Schaden müssen wir noch machen. Warum wird er mir hier unten angezeigt? Ich verstehe gar nichts mehr. Komme ich da drüber? Leider nicht. Okay, gehen wir nur mal außen rum gucken. Aus dem Weg. Elender Trampel! Irgendwas. Alle Einheiten. Verfolgung beenden. Hier runter. Doch, und Untergrund. So, ich habe auch mittlerweile nachgerüstet. Wir haben eine neue automatische Waffe dabei. Mächtig Kohle gekostet, aber wir machen ja immer mehr Geld. Luft ist rein, Luft ist super rein. Boah. Irgendwas ist faul an der Sache. Genau, komm mal gucken. Da kommen gleich zwei. Warum kommen zwei? Egal. Der merkt ja eh nichts, oder? Jetzt kriegst du es mit mir zu tun, Kumpel. Schauen wir mal. Ich seh ihn! Einer ist der! Jetzt geht's rund. Neue Waffe. Weiß nicht, ob die stärker ist, aber irgendwie hatte ich Lust auf eine. Fix the goddamn boat! Die ballert immer noch in dieselbe Richtung. Wir könnten hier außen rumgehen. Das sind explosive Fässer, das nutzen wir doch immer aus. Schön. Den Typen habe ich aber immer noch nicht erwischt. Ja, auf langer Distanz das Ding total für den Arsch. Ich glaube, die wissen immer noch nicht, wo sie sitzen. Nee, ich muss die andere nehmen. Ja, die ist besser. Oh, Wachposten alarmiert. Das gibt Verstärkung, oder? Komm schon, wir brauchen nur noch den. Na? Die stecken ein bisschen mehr als die anderen. Ich muss näher dran. Da gehe ich gerne mal ins Wasser. Mein Gott, ne. So, das hat das Geschäft ordentlich geschädigt. Nehme ich die ganze Kohle mit. Wir könnten noch was niederbrennen. Ah, das habe ich drüben so ein bisschen verpasst. Egal. Ich habe gar keine Munition mehr. Kaufen wir gleich nach. Und die Waffe war wirklich ein Griff ins Klo, aber im Nahkampf nicht schlecht. Das hätten wir. Das Teilchen hier nehmen wir noch mit. Irgendwann bauen wir die auch nochmal ein. So, die Waffe kommt weg, aber dafür kaufen wir neue. Nachschub bekommen in River Row? Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Ich komme ihnen entgegen. Ah, die sportliche Karre müssen wir leider stehen lassen. Ich renne nicht extra nochmal dahin. Komm mal auf, das Ding. Sag mir mal, was du schön.
Die Verbesserung. Wir wollen automatische Waffen und wir wollen ein bisschen Munition kaufen. Kostet ja nur 1484. Haben wir ja, haben wir. Munition voll? Glaube ich irgendwie nicht. Doch! So, schauen wir mal, wo der nächste Auftrag ist. Da müssen wir weitermachen. Ich würde sagen, wir beenden beide und dann machen wir den und den fertig. Das heißt, wir müssen nochmal hier runter. Also in GTA würde die einfach rausziehen, aber hier, geh doch mal bitte aus dem Auto raus, wir brauchen das mal eben. Na, Rüstung, hätte ich mal holen können, egal. Ich bin schon gespannt, wenn wir die richtig dicken Wummen bekommen, die Spezialwaffen. Dann geht's ab. So, die vermuten noch nix. Gar nichts. Denk darüber nach, was du vorhast. Ja, ich kletter mal hier über den Zaun. Scheißegal. Oh, ich brauche irgendwas Schallgedämpftes. Wow, es muss doch schon damals was Schallgedämpftes gegeben haben. Toll, ich wette. Nein, nein, das ist der da vorne. Ich will jetzt auch nicht pfeifen, weil sonst alarmiere ich bestimmt irgendeinen falschen, oder? Was zum Teufel war das? Genau du. Du kommst jetzt mal zu mir. Ich schieße dir auch nicht ins Gesicht, ich steche dir nur in den Hals. Erledigt. Kommt noch einer? Was zur Hölle war das? Ist so geil, wir könnten auch eine Münze werfen hinter ihm und dann wird er sich umdrehen und sagen, hey, hier war doch irgendwas, Da rennt der auch noch richtig weit dahin. Zwei, ja, schön. Ich höre jedenfalls nicht zu. Das hört er sich nicht gut an. Da pfeift einer, hört sie nicht gut an, ne? Solange der nicht guckt, haben wir den auch. Easy, die verschwinden nach und nach und nach. Etwas schneller, Himmelherr. Das hört sich nicht gut an. Das ist so einfach, mein Gott, ne. Hochbezahlte Gangster werden einfach durchs Pfeifen abgelenkt. Ich würde mal sagen, das ist der pfeifende Tod. Na, hier werde ich nichts anzünden. Also sonst haben wir ein Problem. Scheiße, zwei auf einmal. Kann ich nie riskieren. Der Typ mit der Kiste nervt. Was geht Kommt an? Natürlich auch noch genau zu mir. Ja, sehr gut. Lass die Kiste fallen, merkt keiner. Du hast hier nichts zu suchen. Okay, ich gehe. Ich gehe, ich habe hier wirklich nichts zu suchen. Bist du taub, du Wichser? Scheiße. Ich gehe in Deckung. Du bist tot, ja. Du merkst es nicht. Bewegt euch hinter ihm. Du bist, als hättest du nichts, für das sich zu leben lohnt. Verstehe ich. Ja, einfach ins Knie. Das war's. Na, es lief ja halbwegs leise ab. Komm, wir brennen noch die ganzen Dinger nieder. Kann ich gar nicht, dann ballern wir drauf. So, das wunderschöne Geld, das brauchen wir natürlich. Ist nicht gerade viel, also sollten wir es auch nicht abgeben. Hätten wir auch, das ist irgendwie ein bisschen easy. Schmuggelware. Ja, machen wir das doch einfach mal. Schade, dass wir nicht eine Cutscene haben und so ein bisschen mehr in die Story reinversetzen können. Wir machen Sache für Sache für Sache für Sache, aber irgendwie passiert nichts Großartiges. Komm, einfach hier durch. Lassen wir die Rüstung links liegen, machen wir den Auftrag mit der Schmuggelware.
Weiß nicht, warum die mich jedes Mal beobachten. Heißt vielleicht nur, hey, Cops in der Gegend, pass auf. So, hier steigen wir einfach mal eiskalt aus, ja. Da sitzt schon ein Apparat. Perfekt für mein Messer. Hier darf ich sogar rumlaufen. Jetzt nicht mehr. Marina will dieses Baby sehen. Kannst du vielleicht den Familienkram aus dem Spiel? Der ist oben, der wird mich auf jeden Fall sehen. Darum kann ich auch nicht locken wie Nan. Oh, oh, hat jemand gepfiffen? Boah, in den Kopf diesmal. Mein Gott. Zwei sitzen am Tisch. Ich hab Molotow. Und unser Boss sitzt da auch. Kann sein, dass die Poker spielen oder so ein Scheiß. Boah, das kann ich nicht genau erkennen, aber ich probier's mal so. Schön! Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? Aber unseren Typen habe ich nicht erwischt. Wir müssen noch die Schmuggelware holen. Hey! Jetzt zeigt er mir nur den Mittelfinger. Leck mich! Na, die habe ich doch... Oh, es waren sogar drei. Und die sitzen alle akkurat. Die wollten, glaube ich, gerade die Waffe ziehen. Wurden aber so schnell verkohlt, dass die einfach in die Leichenstarre gefallen sind. Keine Ahnung. Und der hat sich vorher bekotzt. Kein blassen Schimmer, was hier abgeht. Ja. Die Kohle gehört, glaube ich, mir. Ne? Die habt ihr so hier schön liegen lassen. Perfekt, wir können mit ihm reden. Zünde ich aber auch noch an. Oder schlag's kaputt, was auch immer. So. Tor auf. Das haben wir jetzt irgendwie ausgeraubt. Okay, ging also nur um die Kohle. Ab in die Karre, weg hier. So. Jetzt können wir entweder da runterfahren. Wir sind aber hier gerade in der Nähe, also da hoch. So, das Ganze muss ich jetzt mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Hier ist nichts los momentan, außer die kleinen Pissaufträge. Boah, die Kurve, die Kurve. Oh, 8300 noch was. Dann machen wir mal Klingelingeling. Schick mir mal jemanden raus nach River Row wegen der Kohle. Bin gleich da. Wie die zufällig hier so um die Ecke ist. Hey, ja. Ah, ich gehe schon an dein Fenster. Was wickeln wir heute ab und direkt in die Bank? Ja, das ist, finde ich, das Praktischste überhaupt. Warum geht das nicht direkt in die Bank? Dann wäre die Funktion total überflüssig. Nicht realistisch, aber hey. Na gut, damals war das ja vielleicht noch nicht so, ne? So kreditkartenmäßig. Da saust du weg. Ich wundere, dass Toretto nicht draußen auf der Straße ist und dich persönlich jagt. So, was möchten wir denn nehmen? Wenn du annimmst, werden alle verbleibenden Geschäftsziele entfernt. Gerne. Toretto soll unten bei der Dockarbeitergewerkschaft sein. Will anscheinend wissen, wer verhindert hat, dass seine Leute Beiträge einsammeln. Glaubst du, er hat Greco gesteckt, was los war? Nee. Wie ich Andy kenne, würde er Greco sicher am liebsten unter der Erde sehen. Gleich neben dir. Aber er ist ein Schisser. Und wenn er eine Aufgabe hat, dann zieht er sie auch durch. Die Lage ist überall beschissen. Und es kommt noch schlimmer. Jock sagt den Jungs, dass es bald wieder Arbeit gibt. Ja, dann konfrontieren wir ihn mal. Unten bei den Docks, da können wir schnell zu Fuß hinlaufen. Gleich da. Ridgelet. Lass mir mal ein bisschen Überzeugungsarbeit. Okay, da werde ich schlecht hinkommen. Irgendwie außen rum. Schauen wir mal. Ja, hier ist wieder nix, aber hier ist es offen. Er hat die verdammten Arbeitspapiere verbrannt. Was soll der Scheiß? Hey, ich guck mir das mal an. Nur einer guckt sich's an.
Scheiße. Ja, es ist perfekt. Und der andere hat nichts gesehen, den erledigen wir gleich auch. Na, auf geht's.